Heute speedrunnen wir Soleil oder Crusade of Senti oder Ragnar Senti, je nachdem in welcher Region ihr wohnt. Segas Antwort auf Legend of Zelda. Gut, wir nehmen unseren Spielstand, wählen den Namen aus und die Zeit beginnt bei dem Zeitpunkt, wo man auf das OK drückt oder Start drückt. Hier ist erstmal ein bisschen Dialog. Man wird 14 Jahre alt, man bekommt ein Schwert und ein Schild geschenkt, weil die Gesetze des Landes das so besagen. Dinge, die man halt so kennt, ne? Man bekommt das Schwert seines Vaters, der aus irgendwelchen Gründen verstorben ist, innerhalb des Kampfes. Und ihr sollt jetzt seinen Platz einnehmen. Ihr redet mit der Mutter, dann noch mit den anderen drei Kindern, mit Pico, mit Bill und mit Alice. Dann geht ihr schon mal Richtung Tür, weil gleich nach einer Zeit, wenn ihr ein bisschen wartet, hört ihr ein Feuerwerk. Und dann reden die NPCs darüber, dass der Amon, ein Held des Landes, die Stadt verlassen wird und sie entscheiden sich dafür, ihn zu verabschieden. Dann geht ihr aus dem Haus raus, geht nach links und nach oben, folgt dem Pfad und geht links weiter. Dort seht ihr dann auch gleich die drei Kinder, die da stehen, und dann geht ihr nach oben ins Schloss rein. Innerhalb des Schlosses geht ihr einfach nach oben geradeaus. Dort seht ihr die Cutscene, wo der König den Amon verabschiedet und ihm ein Schwert schenkt. Nach ein bisschen Dialog könnt ihr euch wieder bewegen und ihr redet selber mit dem König. Er erzählt euch, dass ihr am besten trainieren solltet im Rafflesia-Trainingsgelände. Dann verlasst ihr wieder das Schloss und geht Richtung Süden und verlasst die Stadt Soleil. Dann seht ihr die Overworld, wo ihr in die verschiedenen Gebiete reisen könnt. Ihr geht erstmal nach ganz oben, da ist die Rafflesia-Schule. Das betretet ihr, dann redet ihr mit dem Wachposten. Der erzählt euch, ey, der König hat gesagt, ey, wir dürfen rein. Und ja, dann holt ihr euch erstmal 20 Marlin, also quasi die Währung des Landes. Die Marlin sind im Gras versteckt, aber nicht random generiert, sondern an bestimmten Orten, die ich da gerade aufgemacht habe. Da nehmt ihr die vier aus dem Gras, geht nach oben und holt das von der Kiste dort. Da sind 6 Stück drin. Ihr braucht insgesamt 20 Stück. Dann geht ihr zurück zu dem Haus, wo der Schwertwerfer drin wohnt, und geht wieder raus. Nur zum Respawn der Marlin. Das wiederholt ihr jetzt noch einmal und dann könnt ihr den Schwertwurf lernen. Nachdem ihr jetzt die 20 Marlin habt, geht ihr jetzt zum Schwertwerferhaus und redet mit dem, der bringt euch das bei, wie ihr das Schwert werfen könnt. Ihr zahlt die 20 Marlin und dann geht ihr wieder aus dem Haus raus. Ihr verlasst das Gebiet und geht jetzt Richtung Daliental. Das ist links. Das betretet ihr und dort müsst ihr ein bisschen nach oben gehen. Hier macht ihr einen Schwerthieb, haltet aber die A-Taste dabei gedrückt, damit ihr das Schwert aufladen könnt und werfen könnt. Dort werft ihr das, damit ihr die nicht einzeln kaputt machen müsst. Dort geht ihr ein bisschen nach unten, damit die Gegner von oben despawnen. Dann stehen sie euch nicht mehr im Weg. Ihr folgt einfach weiter dem Weg, geht die Treppen hoch und an dieser Wand geht ihr nicht hoch, sondern ihr geht links weiter. Dort ist ein kleiner Bumper, dort lasst ihr euch hochkatapultieren, ihr ladet das Schwert auf und dann geht ihr dort in die Mitte zwischen den beiden Feldern dort oder was auch immer das ist. Dort rutscht ihr dann runter und betretet das Haus der alten Dame. Dort ist der große böse Wolf, den müsst ihr bekämpfen und das ist unser erster Boss. Ja, es gibt ziemlich viele Märchen und Folklore etc. Der ist relativ easy, ihr schwerft einfach dreimal das Schwert, dann geht ihr nach unten zur Tür. Nicht verkacken bitte. So. Nach dem letzten Schwerthieb drückt ihr ganz lange nach unten während dieser Cutscene und bleibt natürlich an der Tür stehen. Das bewirkt, dass ihr die Cutscene mit der alten Dame, die in dem Kamin war, geskippt wird. Das spart euch schon mal ein bisschen Zeit. Normalerweise würde sie euch jetzt erzählen, dass die Wahrsagerin jetzt wieder da ist und die ist jetzt auf dem Spielplatz von Stadt Soleil. Und dort gehen wir jetzt als nächstes hin. Ihr betretet jetzt wieder die Stadt Soleil und geht nach links. Dort sind Felder und Hühner, dort folgt ihr einfach dem Weg entlang. Und dann geht ihr so lange nach links, wie es nur geht. Dort ist dann ein Ausgang, der führt euch zum Spielplatz von Soleil. Dort geht ihr nach oben und links entlang an diesem Kind vorbei. Einfach weiter links gehen, an den Fahnen und Flaggen vorbei. Das erste Zelt, da geht ihr auch entlang. Und dann geht ihr nach unten, da ist eine lachende Blume oder was auch immer die da macht, und geht in dieses Zelt rein. Dort ist die Wahrsagerin. Die erzählt euch, ey, ihr werdet irgendwann echt was Schlechtes machen.
Supi-dupi. Und außerdem nimmt sie uns die Fähigkeit, mit Menschen zu reden, weg. Aber gibt uns dafür die Fähigkeit, mit Monstern, Tieren und sogar Blumen zu reden. Gut, nachdem der Dialog vorbei ist, geht ihr nach links raus, wenn ihr aus dem Zelt rausgegangen seid. Verlasst den Spielplatz, geht wieder in die Stadt Soleil und kehrt zu eurem Haus zurück. Dazu müsst ihr einfach nur nach oben gehen und nach rechts den ersten Weg rein. Das mit dem orangen Dach ist euer Haus und da ist euer Hund Johnny. Johnny erzählt euch, oh, lecker essen. Oh mein Gott, du kannst verstehen, was wir sagen. Okay, keine Sorge, ich helfe dir, dass das wieder normal wird. Und dann läuft er mit euch mit. Aber Johnny werden wir vielleicht nur ein einziges Mal benutzen. Johnny hat die Fähigkeit, dass er Gegner abhalten kann, euch näher zu kommen. Aber diese Fähigkeit werden wir nicht benötigen. In Soleil hat nämlich jedes Tier eine bestimmte Fähigkeit und alle ziemlich interessant, manche eher nicht so nützlich, manche sehr nützlich. Aber auch da könnte man wahrscheinlich eine eigene Tierlist machen. Gut, ihr geht jetzt wieder zurück zum Daliental. Dort geht ihr jetzt ganz nach oben, so hoch wie es geht. Im Grunde macht ihr jetzt quasi genau das, was ihr vorhin gemacht habt. Mit dem Schwert aufladen, dort sind die Gegner, die lässt ihr despawnen, wir wissen, wer da nach unten geht. Und dann folgt ihr einfach dem Weg ganz normal. So lange, bis ihr wieder die Treppen seht, dann geht ihr die Treppen einfach hoch. Und geht wieder an den Linien vorbei und wieder auf den Bumper. Dort geht jetzt die Treppen dort hoch direkt und folgt einfach weiter dem Weg. Da kommen dann schon ziemlich viele Gegner, die einem auch einen Hit kassieren lassen, aber das ist okay. Hier sind auch ein paar Gegner im Weg und bitte lasst das. Hier ladet ihr das Schwert auf, dort lasst ihr das Schwert los und haut die beiden, was auch immer das für Dinger sind. Ja, diese Vögel können ziemlich hartnäckig sein. Wenn ihr aber in dieses Loch oder was auch immer das da ist geht, dann despawnen die. Hier trifft ihr dann den Hasen, der will uns leider nicht helfen, weil er mag keine Menschen. Dann haben wir natürlich zum Glück unseren besten Freund, den Hund, den Johnny dabei. Und der sagt, ey Alter, aber er ist halt anders als die anderen Menschen, weil Ding. Und er bringt euch dann bei, wie man springt. Ja, wir wissen nicht, wie man springt, aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht sind wir einfach feige, ich weiß es nicht. Aber jetzt können wir springen und das hilft uns schon mal sehr, sehr gut. Okay, ihr geht jetzt als nächstes nicht zu der Anemonenbucht, die ist links, sondern nach Vulkania, das ist rechts. Das betretet ihr und dort, ich würde empfehlen zu speichern, weil da wird jetzt etwas passieren, was ein bisschen schwieriger zu durchführen ist, aber mit ein bisschen Übung geht das. Also ihr geht einfach den Pfad weiter nach rechts, über die Brücke rüber. Dort ist dann so eine Plattform. Ja, eine Rutsche oder was auch immer das ist. Dort nehmt ihr ein bisschen Momentum auf, indem ihr nach links gedrückt hält. Dann stoppt das so ein bisschen. Dann drückt ihr ganz lange nach rechts, bis ihr dann genügend Geschwindigkeit habt, um darüber zu springen. Da müsst ihr dann auch über diesen Lavasee springen. Hier jetzt müsst ihr diese, bitte lass mich in Ruhe, diese Kiste so schieben, dass sie an dieser Kante da hängt. Dann könnt ihr euch nach unten durchglitschen. Wenn ihr da ein bisschen reingeht und nach oben drückt, dann glitscht ihr euch, dann wird das Spiel aus irgendwelchen Gründen euch in die Wand drücken. Das Spiel kommt nämlich aus irgendwelchen Gründen nicht damit zurecht, wenn ein Gegenstand, der eine Kollision hat, dass er dann an so einer Schräge hängt oder sowas. Jetzt geht ihr weiter in das nächste Gebiet und dort machen wir in etwa dasselbe. Dort verschieben wir, wenn ihr ganz nach oben geht, verschiebt ihr diesen Block, dann geht ihr noch weiter, und dann schiebt ihr diese Blöcke zur Seite, das nicht nach rechts und nach links. Und dann macht ihr mehr oder weniger dasselbe. Ihr geht da ein bisschen dazwischen, dann drückt ihr aber nicht nach oben, sondern nach unten, um in die Wand reinzudrücken. Und dann könnt ihr da durch diese Treppe gehen. Ist im Grunde gar nicht so schwer. Gut, wir nehmen ein paar Äpfel mit, weil jetzt kommt gleich ein Sprung, der ein bisschen schwieriger zu performen ist. Aber, naja, mit ein bisschen Glück, okay, das war jetzt natürlich doof. Mit ein bisschen Glück geht das ganz einfach. Okay, ich landete eigentlich schon, aber irgendwie, okay, das funktioniert nicht. Bitte lasst mich das schaffen. Okay, nein, klappt nicht, leider. Okay, dann müssen wir das leider ganz normal machen. Wir gehen da einfach hoch und springen über die Plattform, nehmen am besten noch den Geldsack mit. Ich weiß, das ist nicht unbedingt notwendig, aber wir nehmen den mit. Und dann sehen wir da noch diesen verbrannten Vogel, der wird später noch wichtig. Jetzt als nächstes nehmen wir noch ein paar Äpfel mit, nur zur Sicherheit, weil wir wissen nicht, was passiert. Okay, hier kommt dann der nächste Bossfight. Das ist Ente, so heißt das Ding. Ich weiß nicht, warum das Ding Ente heißt. Es ist keine Ente, es ist... Ich weiß nicht, was es ist.
Der teilt sich in mehrere Versionen von sich auf und ihr müsst den richtigen rausfinden. Der blinkt am ganz am Anfang und ihr bewegt sich viermal und ihr müsst halt gucken, wo der halt ist. Und das ist alles. Wo halt die echte Version von dem ist. Das macht ihr halt so lange, bis seine Energie unten ist und dann habt ihr den Boss eigentlich auch schon geschafft. Ihr müsstet am besten, also die einzige Strategie, die man hier machen könnte, ist, dass ihr einfach versucht zu predikten, wo der als letztes erscheint und ja, ein bisschen vorsichtig sein, auch mit dem Schwert, weil das Schwert hat aus irgendwelchen Gründen eine verdammt hohe Hitbox. Ich weiß nicht warum, aber da solltet ihr ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn ihr einen anderen trefft, der nicht der echte ist, dann kriegt ihr Schaden. Deswegen müsst ihr da ein bisschen vorsichtig sein. Bums. So, das war's. Damit ist Ente besiegt. Ihr kriegt einen weiteren Apfelcontainer. Nein, kein Herzcontainer, Apfelcontainer. Außerdem kriegt ihr das Eichhörnchen-Seal, das fliegende Eichhörnchen-Seal. Und der ist recht praktisch. Aber dazu kommen wir dann noch. Jetzt geht ihr zu Iris. Hier ist es, hier geht ihr hoch auf die, zu dieser Liane. Dort nehmt ihr den Geldsack ein. Und dann springt ihr runter unter diese Liane. Komm. Und drückt nach rechts. Dann könnt ihr nämlich out of bounds gehen. Was ziemlich witzig ist, aus irgendwelchen Gründen haben diese ganzen Lianen und, naja, wo man halt hochklettert, haben aus irgendwelchen Gründen, da wird die Collision ausgeschaltet, wenn man dazwischen springt. Ich weiß nicht, warum das so ist. Wahrscheinlich, weil es nicht so durchdacht ist oder so. Ich hab keine Ahnung. Aber es ist halt witzig und da müsst ihr ein bisschen, ja gut, das habe ich jetzt verkackt, da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, dass ihr da nicht zu weit nach links und nicht zu weit nach rechts geht, weil es kann nämlich sein, dass vor allem oben rechts in der Ecke, da kann es nämlich sein, dass ihr dann euch softlockt und das wollt ihr nicht. Oder ihr fliegt halt raus und seid auf dem normalen Weg, aber gut, kann mal passieren. So, jetzt rüsten wir Seal, okay, wir rüsten Seal aus, habe ich gesagt. Wir rüsten jetzt Seal aus, weil Seal ist eigentlich ganz cool, der bringt da euer Schwert dazu, dass es weiter fliegt und das prallt außerdem noch an Wänden ab und sowas. Es ist in manchen Situationen essentiell, deswegen brauchen wir den sowieso. Also ihr folgt ganz normal dem Weg und ja, könnt euch auch treffen lassen von dem einen Gegner, um einen kleinen Geschwindigkeitsboost zu kriegen. Da müsst ihr, bitte lasst mich da durch, danke. Da werft ihr dann euer Schwert rüber und fallt am besten nicht in die Lava, so wie ich. Und dann geht ihr ganz normal einfach den Weg nach oben, bis ihr so weit nach oben, wie es nur geht. Und dann seid ihr in einem Tierdorf. Und könnt dort ein kleines Minispiel machen. Oder müsst ein kleines Minispiel machen. Dort würde ich empfehlen zu speichern, weil hier gibt es auch einen kleinen Trick oder einen Glitch, der halt ein bisschen schwieriger ist. Hier zahlt ihr 20 Marlin für die Rennbahn. Wenn ihr gewinnt, könnt ihr den geparden Charlie mitnehmen. Ist auf jeden Fall lohnenswert. Ihr steigt auf jeden Fall in die Karre rein. Fahrt aber nicht ganz normal, wie es vorgesehen ist, sondern ihr fahrt an die Ziellinie ran. Geht ein bisschen nach hinten. Und fahrt um die Ziellinie herum, also wieder hinter die Ziellinie und schließt dadurch eine Runde ab. Es ist ein bisschen schwierig, das zu erklären, was ist auch wirklich sehr, sehr, ich sag mal, genau, pixelgenau, könnte man beinahe sagen. Ihr müsst wirklich ein bisschen vorsichtig sein, ein bisschen tricksen, es verlangt schon ein bisschen Übung, das durchzuziehen. Aus irgendwelchen Gründen denkt dann das Game, ihr hättet eine Runde bestanden, aber ja gut, wir nehmen es einfach mal so hin, wie wir es haben. Dann haben wir jetzt Charlie. Charlie hat die besondere Fähigkeit, dass wenn ihr ihn ausgerüstet habt, dass ihr schneller laufen könnt. Ah, wirklich fantastische Speedruns, wirklich. Gut, ihr geht aus dem Dorf raus, geht nach rechts und dann kommt jetzt ein weiterer schwieriger Trick. Wirklich ein sehr, sehr schwieriger Trick. An dieser Stelle, ich habe da wirklich eine ganze Weile gebraucht, um das hinzukriegen. An dieser Stelle könnt ihr euch durch die Bäume da glitschen. Da ist nämlich so eine kleine Stelle, so eine ganz kleine unsichtbare Wand an der Kante dort. Und wenn ihr das richtig macht, was ich jetzt gerade nicht tue, dann könnt ihr da durchglitschen. Normalerweise springt ihr über das Teil rüber und werdet in einen Schleim verwandelt. Und dann müsst ihr ein paar Dialoge machen, ein bisschen puzzeln und dann seid ihr eigentlich erst durch. Und so in etwa muss es eigentlich aussehen, so wie ich es gerade gemacht habe. Es ist, ja, es ist wirklich ein bisschen schwierig und verlangt wirklich ein bisschen Übung. Gut, jetzt gehen wir zurück. Jetzt gehen wir wieder zurück. Und zwar gehen wir jetzt zu der Anemonenbucht. Ja, dort nehmt ihr die Äpfel, springt da einfach hoch, klettert die Treppen hoch, seid vorsichtig, dass ihr da nicht runterfallt, werft das Schwert und da sehen wir unseren Lieblingsigel. Bitte erzählt ihm nicht von seiner Zukunft. Und folgt einfach dem Weg nach oben. Dort landet ihr dann in einem weiteren Tierdorf.
Dort geht ihr an dieses Haus mit der Plattform vorne dran, mit den Pfeilen. Dort redet ihr mit dem Papa Elefant. Der bringt euch nämlich bei, wie man Sachen hochhebt. Weil auch das könnt ihr nicht aus irgendwelchen Gründen. Aber jetzt könnt ihr Sachen hochheben. Sehr, sehr praktisch, ja. Mit dieser Fähigkeit können wir jetzt in den nächsten, ins nächste Gebiet gehen. Und zwar, ja, die eigentliche Anemonenbucht. Und zwar dort können wir jetzt auch einen riesigen Felsen hochheben, aus irgendwelchen Gründen, aber gut. Gut, wir gehen also nach links, springen darüber, springen an diese Kanten von den ganzen Plattformen und benutzen ein paar präzise Sprünge, um nicht ins Wasser zu fallen. Danke. Das ist leider auch ein bisschen schwierig und verlangt auch ein bisschen Übung, dass man das oft verkacken wird. Das ist völlig normal. Nach ein paar Versuchen habe ich es dann endlich mal geschafft. Dort machen wir jetzt entweder das in etwa dasselbe Spiel, nur machen wir das vorsichtig, machen wir das ein bisschen anders. Wir springen da einmal rüber nach rechts, nach links, dann an die Sache, wo der goldene Apfel ist, der eigentlich einen Apfelcontainer gibt. Dann auf diese kleine Plattform, rechts zu der anderen Plattform, rüber da und dann auf diese kleine Plattform, auf das gelbe Teil und dann sind wir eigentlich schon fast da. Nehmen noch einen Apfel mit, nur zur Sicherheit und da sehen wir dann auch schon den nächsten Boss, den wir eigentlich schon viel, viel früher hätten besiegen können, aber okay. Gut, wir haben den Tintenfisch als Boss. Der hat den Pinguin aus irgendwelchen Gründen als Gefangenen gehalten, als Sklaven und der benutzt die Kräfte des Pinguin, um uns mit Eiswürfeln oder was auch immer zu beschießen. Im Grunde ist er ähnlich wie der Wolfboss. Ihr greift einfach nur mit dem Wurfschwert an oder mit dem Schwertwurf. Und das macht ihr die ganze Zeit und dann ist er auch eigentlich recht schnell erledigt. Der Pinguin ist der Pinguin Pingi, ja, ganz einfallsreiche Namenswahl, erzählt uns, dass er von Schloss Eisig kommt und er als Sklave für den Tintenfisch arbeiten musste. Das ist schrecklich. Gut, wir nehmen den Pinguin mit. Er ist sehr dankbar dafür, dass wir ihn gerettet haben. Und verlassen jetzt die Anemonenbucht. Wir verlassen die Anemonenbucht ganz eigentlich genauso, wie wir sie betreten haben. Okay, wieder auf der Overworld. Gehen wir jetzt wieder rechts in Richtung Iris, wo wir zuletzt aufgehört haben, wo wir da wieder zurückgegangen sind. Dort gehen wir jetzt in die Kamelienwüste. In der Kamelienwüste geht ihr nicht nochmal nach draußen, da habe ich mich verdrückt. Geht ihr nach unten. Unterhaltet euch eher rechts. Dort seht ihr dann diese, irgendwann diese Sandstrudel oder was auch immer das da ist, springt dann da vorbei, geht da in, auf die nächste Map. Dort geht ihr dann an diesen Löchern vorbei und ganz oben rechts in die Ecke und versucht das Schwert schräg rechts runterzuwerfen. Am besten nicht von dem Ding da treffen lassen. Ihr werft das Schwert rechts runter und drückt dann kurz bevor es bei diesem roten Teil da ist, A. Oh, beziehungsweise unter dem roten Teil. Da drückt ihr dann A, damit das Schwert wieder zurückkommt. Das bewirkt dafür, dass ihr dort einfach ohne dieses kleine Puzzle da machen zu müssen, weitergehen könnt. Da wieder ein bisschen rumrutschen und hoffen, dass ihr da ganz einfach durchkommt zu diesen, wieder zu diesen roten Teilen. Dort an den Sanddünen da vorbei, am Kaktus. Da sind die Stacheln, da müsst ihr, könnt ihr euch raufwerfen lassen, ist egal. Das Geld nehmt ihr mit, dann lässt euch wieder von Stacheln treffen, geht schneller. Geht runter, hier ist wieder ein Schiebe, hier ist ein Schiebepuzzle. Da müsst ihr das rote Teil nach unten schieben. Ist eigentlich recht einfach, macht es einfach so, wie ich das hier vormache. Sodass diese komischen Sanddinger da miteinander verbunden sind und das rote Teil da auch dran steckt. Damit könnt ihr dann weitergehen. Ihr geht dann weiter runter nach links. Geht dann an diesen Sanddinger da vorbei. Seid hier ein bisschen vorsichtig. Hier müsst ihr einen sehr, ich sag mal, Frame-Perfect-Wurf machen. Das war jetzt gerade ziemlich gut. Da müsst ihr in der Sekunde, wo ihr das Schwert werft, müsst ihr nach unten drücken. Und dann wirft es, wird es so, kollidiert das die ganze Zeit so ein bisschen mit der Wand und dann könnt ihr das Teil treffen. Als nächstes kommt der Turm von Babel. Da könnt ihr einfach reingehen, nehmt den Fahrstuhl nach oben. Ja, das Ding hat einen Fahrstuhl, warum auch immer. Und dort kommt der schlimmste RNG-Boss, der existiert. Und ihr klettert diese Seil hoch. Dann kommt ein Herz mit runter und das Seil auch. Und ihr habt den nächsten Boss-Encounter. Ihr wechselt auf Pengi, den Pinguin, und nehmt Charlie raus wegen einem, naja, weil es dann ein bisschen weniger laggt. Okay, Roxy ist der nächste Endgegner. Roxy ist, ja, wie beschreibe ich das Ding? Entweder man braucht lange für das Teil oder man macht den innerhalb von ein paar Sekunden fertig. Roxy kann man nur angreifen, wenn er einen bestimmten Angriff macht, wenn er so Energie loslässt. Und das hat bei mir, ich weiß gar nicht wie lange gedauert.
Ich weiß nicht, der hat die ganze Zeit rumgehampelt, irgendwelche Angriffe gemacht. Er hat einfach nicht das getan, was er sollte. Nach rund 2 Minuten hat er dann endlich mal sich erbarmt, seine Energie freizulassen, damit er sein Herz freigibt. Erst dann kann man ihn wirklich auch attackieren. Das macht ihr am besten mit dem Pinguin und dann schlagt ihr einfach noch 2-mal drauf. Beim der zweiten Mal war es bei mir einfacher, da war er gnädiger, da ist er relativ schnell dann. Doch hat sich erbarmt, seine Energie freizulassen. Gut, ihr besiegt den. Ihr kommt dann aber jetzt leider nicht mehr in den Himmel. Weil der Turm von Babel, ne, wurde dafür gerichtet, um in den Himmel zu kommen, etc. Und Pingi erzählt uns, dass wir nach Schloss Eisig gehen sollen, weil dort gewächst eine Pflanze. Oder da ist eine Pflanze, die wächst halt ganz, ganz hoch. Und die sollten wir doch holen. Nur das einzige Problem ist, dass Schloss Eisig über dem Meer liegt. Deswegen gehen wir zurück zur Kamelienwüste und zu dieser kleinen Oasenstadt, Dörfchen, was auch immer das ist. Dort sehen wir einen, ja, Dinosaurier. Ich würde sagen, das ist Loch Ness, das Monster von Loch Ness, aber ist egal. Das Monster von Loch Ness, Dinosaurier-Hybrid, ist deprimiert und traut sich nicht so ganz mitzukommen oder das zu schaffen. Aber ey, der Pinguin, der hat ihn überredet und der kommt dann trotzdem mit, weil Ding. Gut, jetzt mit dem Dinosaurier können wir da ganz einfach rüberschiffern. Das ist auch der einzige wirkliche Nutzen. Man kann natürlich noch was anderes mit ihm machen, aber das ist für uns egal. Hier im Schloss Eisig sehen wir den Löwen. Den müssen wir ganz einfach befreien, indem wir das Schwert so werfen, wie ich das gerade gemacht habe. Der wurde leider gefangen genommen und wir nehmen den Löwen mit, weil der Löwe ist sehr, sehr stark und den brauchen wir auch unbedingt. Der Löwe funktioniert ein bisschen wie der Pinguin, aber naja, halt mit Feuer. So, wir gehen nach links, warum auch immer nach links, weil eigentlich müssen wir nach rechts. Bei dem Schloss, dort müssen wir ein paar Sachen kaputt machen. Ich weiß nicht so genau, wie diese Dinger funktionieren. Wir haben so einen Schalter und da geht das Ding kaputt, aber gut. Wir springen ganz nach oben oder ihr rennt ganz nach oben. Ich springe die ganze Zeit, das ist ein bisschen einfacher. Dort nehmt ihr am besten Ziel raus und positioniert euch so ein bisschen unter. Das ist ein bisschen schwierig. Da könnt ihr das Schwert mich durchwerfen. In etwa so müsst ihr stehen, genau. Und dann könnt ihr das Teil kaputt machen. Normalerweise benutzt ihr Teleporter und könnt dann erst das Schwert dort benutzen, um das kaputt zu machen. Wir machen das aber anders. So, jetzt nehmen wir Seal, rüsten uns aus, werfen das Schwert dort nach links. Aus irgendwelchen Gründen hat das keine Collision, sondern schleudert einfach weiter. Dann löst sich dieses komische Teil da auf und kommt dann da an diese Stelle weiter. Da müsst ihr einfach links drücken und ihr landet in der Wand. Ihr werdet quasi von dem Teil in die Wand gedrückt. Ich habe zur Sicherheit gespeichert, weil es kann sein, dass ich das verkacke, was jetzt gerade gleich passieren wird. Okay, wir rüsten jetzt den Pingi aus, nehmen den Samen, den wir brauchen und dann treffen wir unseren Boss, nämlich Georama. Georama ist so ein Schleimblob, whatever, und ihr müsst immer unterschiedlich mit Feuer oder Eis angreifen. Das macht ihr ganz so oft, wie es geht. Ihr könnt auch während der Angriffe, könnt ihr auch die Charaktere wechseln, beziehungsweise die Tiere wechseln. Das funktioniert nicht immer, aber manchmal. Und beim letzten Angriff geht ihr zur Tür ganz nach unten, werft das Schwert auf ihn drauf und drückt die ganze Zeit nach unten. Dann könnt ihr nämlich einen Dungeon überspringen und natürlich auch Dialoge. Normalerweise würdet ihr euch nämlich in so ein Gefängnis stecken und ihr müsstet dann nochmal so ein Unterwasser-Dungeon machen. Aber wenn ihr das so macht, dann überspringt ihr das Ganze und ihr könnt dann einfach das Schloss verlassen. Das Schloss Eisig und habt den Samen halt trotzdem. Dadurch verpasst ihr natürlich ein Tier, aber das ist uns egal. Ihr geht jetzt also wieder zurück zum Turm von Babel und benutzt dort den Samen. Normalerweise müsste man dort jetzt die Treppen nehmen und dort ein paar Prüfungen machen. Aber da wir das und den Unterwasser-Dungeon nicht gemacht haben, ist der Fahrstuhl noch aktiv. Und jetzt könnt ihr mit der Ranke ganz nach oben klettern in den Himmel. Vergesst nicht, wir wollen eigentlich nur die Wahrsagerin finden und sind jetzt im Himmel. Gut, dort springt ihr einfach in die nächste Map, geht ganz nach oben und dort müssen wir dann ein paar Puzzle lösen. Ein paar Schalter drücken. Ihr geht am besten dort zu diesen komischen fliegenden Blumen. Die greift ihr an. Ihr könnt versuchen, mit der Biene darüber zu kommen. Den Schalter zu aktivieren, hat leider nicht funktioniert. Schade. Dann gehen wir den normalen Weg. Ist aber auch nicht so schlimm. Würde jetzt nur ein bisschen Zeit sparen, aber ist egal. Bei den Bienen müsst ihr ein bisschen aufpassen. Das ist ein bisschen schwierig. Die machen euch zwar keinen Schaden, aber die können euch halt runterstoßen. Das ist manchmal nervig, kostet Zeit.
Okay, ihr geht einfach den Weg entlang, dann geht ihr rechts statt nach oben, folgt dem Weg einfach ganz normal. Dort aktiviert ihr diese Box, was auch immer das ist. Ihr springt dort jetzt nicht, sondern aktiviert erstmal den Schalter. Dort, jetzt macht ihr diesen Sprung, nehmt ein bisschen Momentum auf, indem ihr nach links drückt statt nach rechts und drückt dann, wenn ihr genügend Momentum habt oder glaubt, ihr habt genug, dann drückt ihr nach rechts und springt einfach. Dann geht ihr nach oben, fasst auf die Flammen auf, macht das Ding auf und folgt einfach dem Weg, aktiviert diesen Schalter, dann kommt eine Plattform, die werden wir auch gleich benötigen. Geht den ganzen Weg jetzt wieder zurück. Jetzt müsst ihr aber am besten nach unten gehen, weil links geht es nicht mehr weiter. Da kommen die Bienen, das ist ganz gut, weil dadurch könnt ihr ein bisschen mehr Geschwindigkeit nehmen und könnt schneller nach unten kommen. Ihr könnt natürlich auch versuchen, wenn ihr wirklich gut mit diesen Dingern umgehen könnt, mit diesen Bienen, dann könnt ihr natürlich auch so einfach rübergehen. Okay, ihr springt einfach von dort einfach darüber, deswegen haben wir den Schalter da aktiviert. Ihr benutzt den Weg, dann springt ihr nach unten, präzise springen bitte, aktiviert diesen Schalter, bringt auch mal... So, Vorsicht, präzise springen und dann passt das. Dann könnt ihr weitergehen. Normalerweise geht ihr den linken Weg erst und macht das dort. Hier müsst ihr jetzt aufpassen, hier müsst ihr den Hund nehmen und ihr dürft nicht diese orangen Boden berühren. Ihr springt runter und dann werdet ihr aus irgendwelchen Gründen, weil das Game keine Ahnung hat, wo es euch hinbringen soll, weil ihr nicht den Boden berührt habt, bringt es euch nach ganz nach oben auf den, an das Ende der Map. Hier müsst ihr jetzt diese kleinen Schalter aktivieren. Dort müsst ihr kurz springen, dann könnt ihr es schaffen, den zerbröckelten Weg entlang zu laufen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig und danke fürs Runterwerfen. Manchmal ist das ein bisschen schwierig und sehr präzise auch. Also da müsst ihr wirklich aufpassen. Das kann gerne nach hinten losgehen. Oh, danke schön. Bitte lass das. Das wäre lieb, wenn du es lassen würdest. Nein, nicht nur wieder. Mensch. Nein, 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 nicht schon wieder. Komm. Okay, jetzt kommt gleich der Drache. Der Drache will dieses komische Tor öffnen. Das Tor, was ich weiß auch nicht, was es genau tut. Ihr braucht jedenfalls den Löwen und den Pinguin als Kombination, weil mit dem Kombinationsangriff ist er stärker und macht mehr Schaden. Es ist ein bisschen wie so ein Giftangriff, aber gut. Seid vorsichtig, wenn der Drache erscheint, dass ihr dann nicht so viel rumläuft, weil ihr seid nicht gelockt in eurer Bewegung. Ihr könnt euch immer noch bewegen. Bleibt am besten hinter dem Drachen, seid vorsichtig, dass er, ja, so wie ich das mache, macht ihr es am besten nicht. Ihr müsst vorsichtig sein, dass ihr auf jeden Fall hinter ihm bleibt. Da habe ich jetzt leider einen ganz kleinen Fehler gemacht, jetzt müsst ihr ein bisschen tricksen, ein bisschen vorsichtig sein und dafür sorgen, dass ich nochmal hinter den Drachen komme. So, das war zum Glück, habe ich genügend Schaden noch gemacht vorher, aber jetzt ist der Drache jedenfalls erledigt. Gut, jetzt stellt sich heraus, die Wahrsagerin ist eigentlich irgendein göttliches Wesen oder sonst irgendetwas und ja, die gibt uns jetzt die Sprache wieder. Wir können jetzt auch trotzdem weiter mit Monstern und mit Tieren reden und so. Aus irgendwelchen Gründen. Und ja, wir haben es jetzt geschafft, dass die Welt halt aus irgendwelchen Gründen untergeht. Ja, ganz toller Plot, ich weiß. Wir sind eigentlich die Bösen, wenn man so will. Okay, wir sind jetzt wieder kurz vorm Turm von Babel. Nur sind wir jetzt halt außerhalb dieser... So eine Mauer oder sowas ist da jetzt. Normalerweise hat man da den Schmetterling. Man hätte nämlich normalerweise die Raupe genommen. Der hätte sich da verpuppt und hätte sich dann dort in den Schmetterling verwandelt. Aber das haben wir nicht gehabt, das haben wir übersprungen. Dort kann man es so machen, dass man den, wenn man ins Menü geht, ins Startmenü, dann könnt ihr die Hitbox des Schwertes wieder resetten, wenn ihr das Ding geworfen habt. Und genau das haben wir da gerade getan, um den Schalter zu aktivieren. So, jetzt gehen wir wieder zurück zu Iris. Aus irgendwelchen Gründen schneidet es jetzt bei der Iris, weil, naja, dieses Gleichgewicht der Welt ist komplett durcheinander und wir haben halt, ja, echt viel Blödsinn angestellt, ne? Gut, wir gehen den ganzen Weg wieder so wie vorhin. Dieses Mal aber am besten nicht rausklippen, sondern den Weg wirklich runtergehen. Und dann sind wir jetzt hier in diesem Dörfchen wieder und dort müssen wir dann mit der Doris reden, die ist im Haus unten. Die erzählt uns, dass sie mal durch so einen Strudel gefallen ist und ja, ist dann plötzlich in der Vergangenheit gelandet. Und sie erzählt uns dann halt auch, wie sie wieder zurückgekommen ist. Sie hatte aus irgendwelchen Gründen Zauberschuhe, keine Ahnung woher. Die Chai, die sagt uns dann, wo die Zauberschuhe zu finden sind. Die sind in so einer Kommode beim Weiher. Die wurden aber witzigerweise gestohlen. Nämlich diese Truhe, die da ist. Gut, dann gehen wir nach oben, dort wo dieser riesige Krater ist, reden mit der Blume und die Blume sagt uns ein paar interessante Sachen, nämlich, ey, Alter, da ist ein Loch. Stell dich mal da vor. Da wurde vorher ein Blitz eingeschlagen.
Stell dich mal davor, mal sehen, was Lustiges passiert. Und was passiert natürlich? Wir werden von diesem Wirbelsturm oder diesem Zyklon werden wir aufgesaugt und landen auch in der Vergangenheit. Gut, wir gehen nach draußen, nach rechts. Und hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Ich speichere zur Sicherheit, weil ich habe ziemlich wenig HP. Ich nehme jetzt, diese Gegner aus der Vergangenheit sind um einiges stärker als die Gegner in der Gegenwart. Deswegen nehme ich mir zur Sicherheit ein paar Äpfel mit und das passt dann schon. Die machen nämlich, soweit ich, wenn ich das richtig verstanden habe oder richtig noch Erinnerung habe, machen die zwei Schaden statt nur einem. Gut, hier müssen wir auch wieder diesen Weg freimachen. Wir machen das eigentlich, wir gehen eigentlich genau denselben Weg, wie wir ganz am Anfang gegangen sind, wo wir Charlie geholt haben. Nur, dass wir jetzt da zu diesem kleinen Flüsschen, Teich, was auch immer da gehen und das Armadill holen. Nämlich Armi, das Armadill, ein Gürteltier. Den haben wir nicht gerettet, den haben wir einfach nur mitgenommen, weil Ding. Hier können wir übrigens auch einfach drüber springen und noch den Weg nach oben ein bisschen verkürzen. Gut, jetzt gehen wir wieder zurück zu dem Dörfchen. Wir gehen quasi eigentlich den ganzen Weg, den wir jetzt gerade gegangen sind, gehen wir nochmal. Okay, das hat jetzt gerade schön viel Schaden gemacht. Ne, zwei Schaden haben sie gemacht, nicht drei. Wir nehmen zur Sicherheit nochmal ein paar Äpfelchen mit, weil man weiß ja nie und das hat sich jetzt gelohnt, danke. Und wir gehen jetzt einfach wieder zurück zum Dorf und holen uns jetzt diese Truhe, wo nämlich die Zauberschuhe drin sind. Das Lustige ist nämlich, Plot Twist, wir waren die, die diese Schuhe geklaut haben. Ja komm, nimm die Schuhe. Dankeschön. Jetzt haben wir die Schuhe, wir sind jetzt wieder in der Gegenwart und wir verlassen jetzt das Dörfchen wieder nach links. Okay, jetzt wird, danke für den Treffer, by the way. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Das ist ein ziemlich schwieriger Trick, den man an den Kanten vom Eis machen kann. Aber ja, es ist wie gesagt sehr, sehr schwierig und sehr präzise. Man muss ein bisschen Momentum aufbauen. Das war schon mal nicht schlecht. Und zur richtigen Zeit springen, dass man weit genug springt, um das Armadill dort im Eis abzulegen. Dann kann man Armadill nämlich auch als Plattform benutzen. Und ich habe es natürlich verkackt, war ja klar. Gut, na gut, dann müssen wir halt eben den normalen Weg gehen. Ich könnte natürlich auch resetten, aber das würde jetzt auch zu viel Zeit kosten, denke ich. Deswegen gehen wir jetzt einfach den Weg ganz normal, wie es eigentlich vorgesehen ist. Aber das macht nichts, ist schon okay, kann schon mal passieren. Das einzige Problem bei der Sache ist jetzt halt, dass wir jetzt nur noch, gar keine HP mehr haben und mit einem Treffer tot sind. Also, ja, wir haben jetzt gerade so ein bisschen das Dark Souls der Zelda-Spiele, könnte man sagen. Vor allem war diese Stelle hier wirklich ein bisschen, da hatte ich wirklich ein bisschen Herzklopfen gehabt, muss ich sagen, dass ich da nicht drauf gehe. Okay, wir haben es irgendwie geschafft. Jetzt gehen wir wieder zurück zur Chamäleonwüste. Wir nehmen den unteren Eingang, weil das geht wesentlich schneller. Dort gehen wir jetzt nach oben, dann nach links. Und dann nehmen wir den Ausgang oder die Map nach links raus. Und wir sind leider immer noch, ohne HP. Das ist wirklich blöd gelaufen, aber hey, sowas kann natürlich auch mal passieren. Gut, wir sind jetzt in dem Tempel der Wüste, wo aus irgendwelchen Gründen Menschen leben und die haben irgendwie Angst vor den oberen Stockwerken. Ich weiß nicht, warum sie dann hier leben, aber gut, meine Güte, ich hinterfrage die Dinge jetzt einfach mal nicht. Wir brauchen das Armadill, um diesen Schalter zu aktivieren, weil der Armadill ist nicht nur für Plattformen, sondern auch um Schalter zu aktivieren und der ist halt wirklich sehr, sehr essentiell. Gut, wir gehen den Weg ganz normal, gehen die Treppe hoch und gehen runter. Da müsst ihr aufpassen auf die Mumien oder was auch immer das für Dinger sind. Vielleicht sind es auch Geister, die keinen Movement haben und sehr creepy aussehen, muss ich sagen. Da ein bisschen Platforming, bisschen aufpassen, dass ihr da nicht irgendwie runterfällt oder auf die Stacheln tritt. Und dann geht ihr da runter, da sind ein paar Rutschpanels. Da habe ich zur Sicherheit gespeichert, weil, naja, es kann passieren, dass ich da runterfalle, aber zum Glück ist das nicht passiert. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Dann geht ihr nach rechts, dort wo da so ein bisschen Licht rausscheint, da könnt ihr durchgehen, witzigerweise. Das erfahrt ihr von einem NPC. Da müsst ihr aufpassen. Normalerweise könnt ihr da einen Treffer meinetwegen nehmen, aber da ich keine HP mehr habe, musste ich das Armadill nehmen, um da rüberzukommen. Dort müsst ihr auch das Armadill nehmen. Den Armadillo. Vergesst nicht, den Armadillo hier wieder mitzunehmen, weil wenn ihr den hier nicht mitnehmt und in die nächste Map geht, dann ist der Armadillo nicht da. Also es kann sein, dass die Maps miteinander verknüpft sind, aber das weiß ich nicht zu 100%. Gut, hier trifft ihr einen NPC, dessen Vater eigentlich gesagt hat, ey, helft mir mal, mein Kind zu retten. Und wir haben gesagt, ja, machen wir. Also haben wir nicht, aber eigentlich ja.
Und dort können wir dann wieder runter entkommen. Nehmen das Wegpulver aus dieser Schachtel. Speichern zur Sicherheit, weil jetzt kommt gleich ein Boss. Und das ist jetzt ein bisschen schwierig. Wir nehmen den Löwen. Wir rüsten den Löwen aus. Den brauchen wir nämlich. Und wir haben den nächsten Bossfight gegen das Chamäleon. Ja. Das wir jetzt leider ungünstigerweise auch aufgeweckt haben. Wir treffen dieses Chamäleon mit 2 Treffern und sind vorsichtig, dass wir nicht von diesen kleinen Chamäleons getroffen werden und dass das Chamäleon uns jetzt nicht irgendwie einspinnt, frisst, whatever. Da treffen wir das Chamäleon so gut wie es geht und das war jetzt ein bisschen knapp, der hätte uns beinahe erwischt, das kleine Chamäleon. Dann stellen wir uns so weit nach oben wie möglich, oben mittig, treffen das Chamäleon ein letztes Mal. Dann, meine Güte, Menschen sind voll doof, sagt er dann und ja. Wir kriegen wieder mehr Gesundheit. Dann benutzen wir das Wegpulver für den sagenhaften Vogel Moa, was auch immer ein Moa ist. Und Moa ist sehr, sehr praktisch. Moa ist verdammt praktisch, denn Moa hat die besondere Fähigkeit, Fähigkeiten der anderen Tiere zu verstärken. Wie zum Beispiel jetzt, wenn wir das mit Charlie kombinieren, sind wir extrem schnell. Gut, jetzt kommt der Chef, der hat gesehen, was wir getan haben. Der denkt, oh, wir müssen ein Monster sein, das ist voll doof, deswegen werden wir ins Verlies gesperrt. Leider ist das Verlies kombiniert oder dockt an ein Nachbarshaus aus irgendwelchen Gründen. Ich habe keine Ahnung, warum. Und da gibt es einen kleinen geheimen Tunnel, da gehen wir raus und ja, reden mit dem NPC, der draußen steht. Der erzählt uns, dass er ein neues Leben beginnen möchte im Osten. Das ist der Ort, wo wir den Dinosaurier gefunden haben oder hat er Pflanzen angebaut oder hat es dann plötzlich geblüht etc. etc. Und damit sind wir dann mit dem auch durch. Jetzt verlassen wir die Wüste wieder nach unten und können dann zum nächsten Ort gehen. Quasi folgen wir jetzt eigentlich mehr oder weniger dem Zyklon die ganze Zeit. Der ist jetzt nämlich im Fegefeuri, da war ein schöner Glitch. Wo wir jetzt reingehen und dann diesen Vogel retten, den wir ja am Anfang gesehen haben, der da verkohlt war. Aber den haben wir jetzt hier lebend. Er kommt da nicht weiter, weil der Fußboden wohl schon mal zu schwach ist. Es ist ein Dodo und deswegen ist der Dodo ausgestorben, weil er im Fegefeuer ja verreckt ist. Gut, dann gehen wir jetzt weiter nach links, gehen dort in diese eine Tür. Dort sehen wir eine Puppe. Da benutzen wir den Dodo. Der Dodo lässt Sachen ankleben ans Schwert und damit encountern wir den nächsten Boss, was der Puppenspieler ist. Der Chef dieses Dungeons. Und den müssen wir jetzt bekämpfen. Am besten nehmen wir Moa und den Löwen. Wenn wir das machen, dann machen wir wirklich viel Schaden. Und schießen dann auch drei Feuerbälle raus. Und eigentlich versuchen wir hier gerade nur zu hoffen, dass wir den Puppenspieler mit unserem Schwertwurf irgendwie treffen, was manchmal ein bisschen schwierig ist. Es ist eigentlich ein sehr einfacher Boss. Eigentlich sind die Bosse alle recht einfach und recht anspruchslos, muss ich sagen. Also es ist am einfachsten, wenn er die Puppe wirft und ihr werft das Schwert in dem Moment, wo die Puppe auf den Boden raufkommt. Wir besiegen den Puppenspieler, ganz einfach, kriegen nochmal ein bisschen Apfelchen dazu. Aber unglücklicherweise, wo wir den Puppenspieler jetzt besiegt haben, gibt es diesen Dungeon nicht mehr. Das heißt, wenn wir jetzt rausgeworfen werden, dann war's das. Dann ist der Dungeon jetzt nicht mehr existent. Wir können ihn nicht mehr betreten. Okay, wir haben es geschafft. Wir gehen zum nächsten. Wir rüsten auch wieder Charlie aus. Wir gehen jetzt zum nächsten. Wir gehen zur Anemonenbucht. Hier sind wir bei der Anemonenbucht der Vergangenheit. Das machen wir jetzt eigentlich genauso wie in der Gegenwart. Wir gehen eigentlich mehr oder weniger genau denselben Weg. Sind ein bisschen vorsichtig, dass wir da nicht reinfallen. Sonic ist nicht da, by the way. Und natürlich falle ich runter, dankeschön. Okay, jetzt sind wir in dem Dorf. Wasserlilie wieder. Und der Affe erzählt uns, dass dort ein Ungeheuer irgendwo rumstromert, das leider die Tiere bedroht. Wir sind der Meinung, okay, wir versuchen die Leute zu überzeugen, dass sie gegen Gregor was tun. Und reden halt mit allen möglichen Leuten, außer mit der Frau des Affen. Der ist rechts oben. In diesem doppelstöckigen Haus. Da gehen wir nicht hin. Wir reden mit der Füchse, mit dem Bären. Mit der Ziege? Keine Ahnung, ob das eine Ziege ist. Ich gehe mal davon aus, eine Ziege, die auf zwei Beinen steht. Und auch mit den Elefantenkindern. Beide wohlgemerkt, nicht nur eins. Und dann gehen wir auch zum Elefant. Der ist wieder bei dieser Tür, wo man dreimal draufspringen muss. Der auch keinen Bock hat, irgendwas gegen Gregor zu tun.
Dann gehen wir zurück zum Affen, der sagt uns, okay, schade, die wollen nicht, aber ey, ich will nicht aufgeben und ja, danke für Ihre Bemühungen, Sir. Aber ich mach's einfach alleine, ist mir scheißegal, ob ich drauf gehe oder nicht. Okay, das kann natürlich nur schief gehen, deswegen gehen wir hinterher und schauen, was wir tun können. Jetzt ist es wichtig, dass wir am Strand einen Ort finden, wo 4 Seesterne drumherum sind. Und in diesem Gebiet, da gibt's einen kleinen Ort, wo ihr draufspringen müsst. Das ist ein Ort, wo keine Fußspuren entstehen, wenn ihr da langlauft. Gut, Gregor will also jetzt gegen uns kämpfen und im Grunde ist er nicht schwer. Ich hatte jetzt nur leider bei diesem Kampf sehr, sehr viel Pech gehabt. Ihr benutzt den Löwen wieder mit Moa zusammen und versucht, den so oft wie es geht zu treffen. Da habe ich jetzt echt Pech gehabt. Der teilt sich nämlich immer und immer wieder und da hat leider ein Feuerball ihn getroffen und der hat sich jetzt in 4 Teile aufgelöst. Das ist wirklich ein Unding. Also das ist wirklich schlimm, was da gerade passiert ist. Es war ein kleiner Zeitverlust, aber ist okay. Im Grunde war es noch im Rahmen. Okay, wir haben es also geschafft. Wir gehen jetzt wieder im Liliendorf, im Dorf Wasserliniendorf, Dingens. Gehen jetzt zum Hauptlingshaus, zum Haus der Affen und reden mit allen NPCs außer mit dem Affen. Also mit dem Affen-Typen, nicht der Affendame. Die Affendame müssen wir anquatschen. Da haben wir jetzt erstmal eine ganze Menge Dialog, so, oh mein Gott, wir haben uns so Sorgen um den Affen gemacht, oh mein Gott, es tut uns alle so leid, wir hätten tapferer sein müssen, bla bla bli bla blub. Dann wacht der Affe auf und sagt, ey, oh mein Gott, ich hab doch eigentlich von Gregor einen abgekriegt hier, ich bin eigentlich tot, dachte ich, oh mein Gott. Nein, bist du nicht, wir haben uns voll Sorgen gemacht und wir haben dich auch alle gerettet und wir haben dich alle lieb, etc. Nachdem der Dialog jetzt vorbei ist, sind wir jetzt wieder in der Gegenwart und in dem ursprünglichen Affenhaus, die sich auch nicht wundern, dass wir plötzlich in deren Haus sind, aber gut. Wir verlassen die Anemonenbucht wieder ganz normal, so wie vorher. Sonic ist jetzt auch wieder da. Jetzt gehen wir zur Vergangenheitsform des Dalientals. Da benehmen wir auch den unteren Ausgang. Dort gehen wir jetzt an der einen Stelle nach links. Da springen wir über das eine Tal rüber. Da benutzen wir diese Rutsche und gehen in diesen Mund. Weil diese Daliental, das ist eigentlich ein riesiges Monster. Nämlich Mama Ungeheuer. Und in Mama Ungeheuer müssen wir jetzt ein bisschen für Radau sorgen. Okay, jetzt müssen wir hier wieder vorsichtig sein. Hier glitschen wir uns jetzt gerade ein bisschen durch. Das ist auch ein bisschen tricky. Hier kann man sich auch recht einfach softlocken. Deswegen ein bisschen vorsichtig sein. Ein bisschen gegendrücken. Vorsichtig und langsam. Lieber ein bisschen sicherer als zu eilig und man ist gesoftlockt. Dort rennt ihr dann einfach ganz nach oben, so weit wie es geht. Wenn ihr dann an der richtigen Stelle steht, steht dann nicht zu weit rechts, auch nicht zu weit links. Dann geht ihr da durch diese kleine Tür, versucht möglichst nah den linken Weg. Ach, nein, da will ich nicht hin. Nein, da will ich wirklich nicht hin. Komm, lass mich durch. Okay, danke. Okay, wir gehen jetzt diesen Weg da runter auf diese kleine... Oder auch nicht, dankeschön. Wir gehen jetzt ganz einfach diesen Weg da runter auf diese kleine Plattform. Dann springen wir hier rüber nach links. Gehen nach ganz unten, so weit wie es geht. Und springen auf diese Stelle. Dann drücken wir nach rechts, lassen uns reinklippen in diese, ja, an dieses Teil. Dann geht ihr so lange, bis ihr zu diesem Knochenteil da kommt, diese Knochenbrücke. Springt runter, also springt, geht hoch, springt die Treppen da runter, durch das Loch. Und dann seid ihr schon beim Boss, der halt so schwer ist, dass man den fast nicht mehr schafft. Nämlich Mutter Ungeheuers Herz. Oh, Gott sei Dank haben wir das hinter uns. Ja, wir haben jetzt Mutter Ungeheuer erledigt und sind eigentlich voll scheiße, wenn man so will. Weil eigentlich hat die nichts gemacht, aber wir haben Mutter Ungeheuer erledigt und sacken noch ihr Horn ein. Weil wir erfahren jetzt, ey, das Daliental selber war ja eigentlich ein Ungeheuer, voll heftig. Aber jetzt, wo wir die Mutter besiegt haben, sind hier keine Monster mehr. Also haben wir ja gerade eigentlich mehr oder weniger Massenmord an Monstern gemacht, aber ja, gut. Okay, wir verlassen das Daliental nach unten und gehen jetzt in die Stadt Soleil. Dort angekommen sind wir jetzt in der Vergangenheit und rennen jetzt ins Schloss. Im Schloss gehen wir jetzt nach rechts, dann nach oben, die Treppe hoch, aktivieren den Schalter, der da ist, am besten, also wir aktivieren ihn, ja, danke. Wir gehen an diese Stelle, dort sehen wir dann Monster, die versuchen zu entkommen, die eigentlich nur mit dem König reden wollen, die wollen gar nichts Böses, witzigerweise. Dann verlassen wir das Schloss wieder und gehen zur Kirche, da halten wir uns ein bisschen runter und dann links... Gehen wir die Treppe da hoch, am besten springen, weil hochgehen ist, dauert länger. Wir betreten die Treppe und reden mit den Monstern, die uns eigentlich nur erzählen, ey,
Wir sind ja nicht gar nicht böse, Menschen sind nur voreilige Wesen und wir wollen eigentlich nur frei sein, bla bla bla. Sowas halt. Und der eine ist sogar gläubig. Gut, wir reden jedenfalls mit allen Monstern und die sind ja eigentlich recht friedlich und sehr lieb und naja. Gut, wir springen sofort nach rechts, da kommen dann schon die Wachen und die sagen, ey, Alter, da ist ja hier so ein, da sind ja Monster drin, jetzt müssen wir aber mal das hier unter Kontrolle bringen und so, ne? Ja, die schlachten jetzt die Monster ab und die haben sich eigentlich währenddessen gar nicht gewehrt. Man kann natürlich auch noch reingehen und die Dialoge von den Wachen hören, die sich wundern, oh mein Gott, die haben sich ja gar nicht gewehrt. Okay, zurück zum Schloss. Der König sagt, ey, toll, hast du gut gemacht, ich bin stolz auf dich. Jetzt machen wir eine Statue nach dir. Dann gehen wir raus, gehen auf den Platz, wo die Statue gebaut wird und sprechen das Schild an, beziehungsweise lesen das Schild. Und wir kommen wieder in die Gegenwart. Ja, kein Boss hier. Alles ganz einfach. Und jetzt wird es Zeit fürs Finale. Wir gehen jetzt über Soleilstadt nach rechts, da wo der Zyklon ist. Und dort sind wir jetzt bei der Black Knight. Bei der Black Knight ist es ein bisschen spät, habe ich zur Sicherheit gespeichert. Dort nehmen wir auch wieder Amadil. Und eigentlich Charlie, aber ich habe mich da gerade ein bisschen verklickt. Mein Herz hat ein bisschen gerast. Gut, wir nehmen Amadil und Charlie. Da müssen wir ein bisschen mit dem Amadil ein bisschen tricksen. Da kann man sich nämlich reinglitschen in diese Wand. Bisschen vorsichtig sein. Dort das Amadil zu sich rufen, nicht zu nah. Und zur richtigen Zeit nach rechts drücken, dann könnt ihr da rein. Das ist ein bisschen tricky. Ich habe das mehrfach versucht. Wirklich, also es ist ultra tricky, weil ich habe mich meistens zu weit reingeglitscht, dass ich dann irgendwie, ja, mich gesoftlockt habe. Und das hat mir mehrere Runs bereits gekostet. Okay, hier rüstet ihr dann wieder das Amadil aus. Dort werft ihr das Amadil, da werft ihr das Amadil in diese Richtung, genau dorthin. Benutzt das Schwert dort und drückt nach oben. Dann glitscht ihr dort hinein. Und wenn ihr es richtig macht, präzise, könnt ihr da rechts weitergehen. Was bei mir jetzt nicht geklappt hat, leider, aber ist egal. Weil jetzt nur ein paar Sekunden Zeitverlust. Als nächstes geht ihr einfach nach oben. Seid vorsichtig, dass ihr da nicht irgendwie auf die Stacheln tritt. So, dann wirft ihr das Amadil dorthin in diese Richtung in etwa. Da ist es auch ein bisschen, macht in etwa dasselbe wie am Anfang. Na, komm. Ich glaube, der steht noch nicht richtig. Ich glaube, da muss ich ein bisschen. Naja, der hat jetzt gerade keinen Bock. Okay. Dankeschön. Okay, wir werfen den nochmal. Ja. Noch ein bisschen höher. Na, fast. War schon richtig. Ist ein bisschen tricky. So, okay. Jetzt sind wir drin in der Wand. Ein bisschen vorsichtig, dass wir uns nicht softlocken oder sowas. Da könnt ihr nach links gehen. Da müsst ihr ein bisschen präzise laufen. Über dieses Teil rüber und dann dorthin. Da seid ihr dann bei den letzten Bossen. Da müssen wir jetzt gegen die fünf Sinne ankämpfen. Der erste Sinn, den wir machen, ist der Geschmackssinn. Das ist quasi Pac-Man. Ist auch mehr oder weniger selbsterklärend. Die Münder, die da rumwuseln, das sind jetzt, die kann man nicht kontrollieren, die laufen komplett RNG-mäßig rum, also die sind komplett zufällig. Die haben kein bestimmtes Muster, wie sie laufen, die laufen einfach, wie sie Bock haben. Also das kann man nicht irgendwie manipulieren oder sowas. Damit wäre der erste Sinn erledigt. Als nächstes nehmen wir uns den oberen vor, das ist der Geruchssinn. Da brauchen wir Amadil. Den können wir mit normalen Angriffen nicht treffen, da müssen wir auf diese Felder treten und dann das Armadill benutzen, wieso auch immer jetzt gerade nicht getroffen wurde, damit er in diese Stacheln ist. Man kann das theoretisch auch aktivieren, wenn man springt, aber das ist ein bisschen blöd, dann kriegt man nämlich einen Treffer ab. Und das will man ja versuchen zu vermeiden, ne? So, wenn ihr jetzt den besiegt habt, was auch immer ich da gerade gemacht habe, könnt ihr gleich zum nächsten Sinn gehen. Das wäre dann der Gehörsinn. Da würde ich empfehlen, ihr könnt entweder Dodo und den Löwen nehmen oder ihr nehmt Löwe und Moa. Das macht nicht so einen Riesenunterschied, nur dass halt Löwe und Dodo, naja, das ist halt dann sowas ähnliches wie der Giftangriff, könnte man sagen, von dem Löwen und dem Pinguin. Ja, wie ihr schon seht, der kann einem Schaden zufügen und der macht halt solche Rutschen, dieser Gehörsinn, in zufällige Richtungen. Jetzt geht ihr zum nächsten, unten links, das ist der Sehsinn. Der versteckt sich unter diesen Platten da und die greift ihr einfach ran mit dem Schwertwurf. Ich habe mich dann kurzerhand doch umentschieden, dass ich dann lieber den Dodo nehme, weil ich versuche, den meistens zweimal zu treffen mit dem Wurf. Was manchmal klappt, manchmal nicht.
müsst ihr ein bisschen weiter werfen, ein bisschen weiter weggehen und dann passt das und dann ist der auch erledigt. Als nächstes habe ich wieder auf Löwe und Moa gewechselt, weil jetzt kommt der Tastsinn. Das sind zwei Hände, die euch an sich keinen Schaden zufügen können, sondern eher euch nur wegstoßen. Die stoßen euch nur weg, die sind ein bisschen wie diese Bienen oder wie diese Vögel da beim Drachenboss. Also im Grunde sind die auch nicht so schwer. Am besten ist es natürlich, wenn ihr die trefft mit den Feuerbällen, aber das ist halt auch zufällig, ne? Dass das passiert. Wo auch immer es die andere Hand drin ist, da ist sie. Dankeschön. Und jetzt gehen wir zu dem Wächter der fünf Sinne. Man könnte auch sagen, der sechste Sinn. Der ist in der Mitte und das ist auch dann jetzt unser Final Boss. Da benutzen wir Dodo und Moa, damit er das Auge aufmacht. Hier benutzen wir dann wieder Moa und den Löwen und greifen die ganze Zeit an, während das Auge offen ist. Und prinzipiell ist das dann alles vom Final Boss schon fast. Muss ein bisschen aufpassen bei diesen weißen Kugeln, die da rumfliegen oder was auch immer das sein soll. Auch hier könnt ihr einfach zwischendurch immer wechseln, damit ihr halt schneller Schaden macht. Und damit wäre das auch schon erledigt und das wäre dann der letzte Boss gewesen. Jetzt wird das Tor der Unterwelt geöffnet, dort werden dann alle Monster, die hier in dieser Welt existieren, die werden da reingesaugt und die Welt ist wieder friedlich und es gibt keine Monster, es gibt nur die Menschen und die Tiere und die Pflanzen. Und damit hätten wir die Welt dann wieder in Ordnung gebracht. Aber jetzt ist noch nicht ganz Zeit, nein. Wir müssen jetzt noch kurz in der Soleil-Stadt, müssen wir jetzt noch mal kurz ein bisschen was machen. Vielleicht schaffen wir es noch unter einer Stunde, das wäre richtig cool. Wir müssen jetzt hoch zum Schloss rennen. Wir gehen zu dem Punkt, wo die Monster waren. Zum Glück brauchen wir unser Schwert hier nicht, weil der Schalter ist die ganze Zeit offen. Da gehen wir zu dem Gemach des Königs. Dort ist aus irgendwelchen Gründen Johnny, der da rumwuselt und mit dem anderen Hund spielt. Wir nehmen Johnny mit, verlassen dann wieder das Schloss und beeilen uns ein bisschen, weil wir wollen es noch unter einer Stunde schaffen irgendwie. Da geht die ganz nach unten zu Alice, redet mit Alice zweimal. Sie fragt uns, ob wir mit ihr Johnny spazieren gehen wollen. Und sie wollte uns noch irgendwas sagen, was wichtig ist, aber gut, meine Güte, ist egal. Wir sprechen sie ein zweites Mal an und haben die Zeit. 59, 57, 86. Das ist unsere Zeit für Soleil, beziehungsweise Crusader of Senti, beziehungsweise Ragnar Senti. Und wenn wir jetzt auf speedruns.com schauen, auf welchem Platz wir dann wären, wir wären dann auf Platz 29, ist ganz okay, glaube ich. Kann auf jeden Fall wesentlich besser sein, aber das wäre dann alles von Soleil gewesen. Vielen Dank fürs Zusehen, haut rein, ciao!